pur mitten im Wald. Das ist der Jungweibersommer im alten Steinbruch in Jörgen in der Gemeinde Tieschen. Verantwortlich dafür sind die Weinblüten. Sechs junge Winzerinnen, die bereits zum achten Mal zur gemütlichen Weinkost in die romantische Veranstaltungsarena mitten im Wald geladen haben. Die sechs Weinblüten, das sind Claudia Fischer, Anne Griesbacher, Beatrix Lamprecht, Katrin Seidel, Bettina Tomaschitz und Sigrid Sorger. Und sie alle sind Weinbäuerinnen aus Leidenschaft. Also wir sind die Weinblütenwinzerinnen im Vulkanland. Wir sind, wie gesagt, ein Winzerinnenverein. Wir haben uns vor ungefähr 8-9 Jahren zusammengeschlossen mit dem schönen Hintergrund, dass wir unseren Beruf in den Mittelpunkt stellen wollen und so sagen können, wie sehr uns das Freude macht. Ja, mit unserer Begeisterung, die wir für unseren Beruf empfinden, wollen wir eben auch unsere Gäste begeistern. Auf den Rängen der Arena lässt es sich gut rasten und der Musik lauschen. Musikalisch entspannt ließen es Delicate angehen. Etwas mehr Power gab es dann bei Four Planets. Das ist, wenn man so will, der Ursprung vom eigentlichen Glöcher Basaltwerk, hat hier in Jörgen begonnen, wird jetzt dann nur mal kulturell für Veranstaltungen genutzt und wie man sieht, auf sehr hohem Niveau und sehr unterhaltsam. Die Leute sind schon neugierig, ja, was erwartet uns da, und kommen nachher in den wundervollen Steinbruch rein und sehen da, wie schön das alles dekoriert ist. Es gibt was Gutes zum Trinken, es gibt was Gutes zum Essen. Und bei uns am Fest, da kommen die Leute zusammen, da setzen sie die Leute zusammen und bei dem einen oder anderen Glasl Wein werden auch neue Freundschaften geknüpft. Erstmals gab es auch einen kulinarischen Special Guest beim Jungweibersommer. Lisa Bauer präsentierte ihre Gin-Spezialitäten hausgemacht in Hatzendorf. Doch auch sonst konnte man dem Genuss frönen und vor allem einen entspannten Tag genießen mit Ausblick auf die Weinblüten. Ich glaube, wenn man als Frau Winzerin ist, ist das schon einmal Bestätigung genug eigentlich, aber wenn man dann aufkommt und die Leute stehen da und schauen ein in den Sturmbruch, dann merkt man eigentlich, dass die Leute extrem freundlich und happy sind. So lässt es sich auf jeden Fall gut leben. Frauenbauer ist eben gefragt, die Weinblüten zeigen, wie es geht.